So, hier soll es eigentlich auch leicht sein bei den roten im zweiten Level hier. Aber hier zu werden schwarzen ist auch recht gut. Sie sind schwarz und down. Ich mag irgendwie nicht so zweideutige Witze, also so vor allem wenn es ein bisschen rassistisch ist. Da mache ich eigentlich nicht mit. Ich mache es nur manchmal. Aber dann eher ein bisschen. Was soll der Scheißartig? Aber sehr wenig. Ich weiß nicht, aber wie kann man eigentlich nur gegen Schwarze sein? Wieso gibt es so viele Rassisten auf der Welt? Da denkt man sich wirklich, sind wir dann nicht auch Opfer? Die Schwarzen könnten uns auch beleidigen, indem wir sa sie sagen, wir seien zum Beispiel rosa. Wir seien rosa und nicht schwarz. Also bitte, hört auf mit dem Scheiß. Ich finde, das ist jetzt wirklich unter aller Sau. Auch zu den Chinesen. Ich hatte einen in der Schule, der wurde immer runtergemacht. Nur weil er Schlitzaugen hat und gelbe Haut, also bitte. Das ist jetzt wirklich nichts Böses. Das sind halt Rassen. Was denkt ihr, was es für Rassen gibt, wenn wir im Weltall sind und so weit auseinander sind? Dann entstehen durch die Evolution auch neue Rassen und ja. Zum Beispiel manche, die dann in der Nähe der Sonne sind, die werden eher große Augen haben oder kleine Augen. Und die, die weiter weg sind, haben große Augen. Da kann man auch nicht sagen, oh, du hast große Augen, du siehst so scheiße aus. Wie fallen ja die Augen aus und so weiter. Hui. Der Mensch muss sich anpassen und ja, auch mal Unterschiede zur Kenntnis nehmen. Gibt es ja mal ein Lilliputaner-Volk und mal ein großes Volk, da kann man auch nicht sagen, oh du scheiß kleiner Zwuckel. Oh, da ist ein Ding. Gegner, ein Wahlgegner, Wahlbonus hat der, der hat zum Beispiel Soul Aether, Seelenesser, was heißt denn das? Wird er schneller oder stärker, wenn er Seelen isst? Also viele Gegner in der Nähe sterben oder so. Keine Ahnung, da kann mir gerne jemand aufklären. Leider hat es die deutschen Seiten, die werden einfach nicht mehr weiter gemacht. Die sind immer noch unaktuell vor dem Patch 1.1. Und ja. Und auf Englisch will ich es eigentlich auch nicht nachschauen. Ich finde Englisch sowieso ein bisschen kaka. Ja, toll. Wieso habe ich die Aura nicht an? Hey, was ist denn los? Wieso werde ich immer eingefroren? Da müssen wir wahrscheinlich die Taktik wechseln. Ja, da müssen wir die Taktik wechseln. Ach komm, was ist jetzt heute? Ah, ich kann nicht mal das Inventar öffnen, ohne dass ich abgeschossen werde. Ja, Merwell ist wirklich der schlimmste Endboss, den es gibt. Es gibt nichts Schlimmes, als die ganze Zeit eingefroren zu werden. Die zweite Version ist zwar besser, aber die nervt dann mit den Explosionviechern und sonst irgendwelchen Schrottteilen. Wir machen uns auf kurz hier Giftschuss und Punktur. Ja, toll. Punktur und Giftschuss. Ja, dann lassen wir Split Arrow. Machen aber den Splitter raus hier und machen ihn in die Mitte, genau. Also jetzt müssen wir aber, hopp. Jetzt müssen wir aber Damage machen. Ja, was bleibst du dort? Ja, endlich Damage over Time. Ist schon viel besser wegen dem Energieschild. Ah,
Es ist zum Mäusemaken. Die friert einem immer ein. Das ist Wahnsinn. Ach komm schon, ich habe zu wenig Heiltrink. Ja, ja, genau. Mach doch noch weiter. Das nervt extrem. Gibt nichts Schlimmeres. Ah, so ein Gegner. Da müssen wir wirklich noch ein paar gute andere Sachen machen. Zum Beispiel Chill Duration ab, dass schnell wieder ready ist oder so. Da kann ich euch gerade kurz noch zeigen. Heiltränke haben wir hier. Oh, hier ist ein guter. So. Der ist hier unten. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Ist der weggemacht worden? Der war hier irgendwo. Das ist Feuer, ist der da. Genau. Da seht ihr 20 Chance to avoid being chilled und 20 Chance, also Ausweichchance gegen Freeze. Hier ist Stunned und hier ist Shocked. Wenn wir das noch ein bisschen skinnen, wäre richtig nice. Wenn wir es dann später noch brauchen, aber wahrscheinlich schon. So, du Meerwell, kleines Drecksvieh. Aber Damage machen wir wenigstens. Das ist auch wegen dem guten Bogen. So, jetzt schnell umenden. Wir brauchen den Skill-Bonus. Aha, ja, stimmt. Ja, der bekommt natürlich weniger Damage jetzt, wegen, weil er nicht so viel rumläuft. Nicht so schnell. Ach komm, töt, stirb endlich. Es ist wirklich zum Mäusemäck ein bisschen nass auf Entfernung, damit die Welle nicht so trifft. Und schon dann. Ohne dass es angekündigt wurde, einfach dann fertig. Puh. Wieso muss das der erste Endboss sein? Ich finde, das Balancing ist bei Puff of Hex sowieso unter aller Sau. Und dann kommt noch so ein Endboss, der fast unbesiegbar ist. Ist scheiße. Man müsste eigentlich in den Nahkampf gehen mit dem Bogenschützen, damit er nicht so viel einfrieren kann. So. Und so. Jetzt haben wir schon wieder keine Blitzaura. Was ist denn los? Irgendwie, ich verstehe es nicht, wieso das immer resettet wird. Wenn es an... Es ist doch an. Kann man doch das anlassen. So ist die Aura an und deaktivierbar. Also kann man das nicht einfach so machen, dass wenn man es irgendwo unten in Slots hat, dass es an ist. Und wenn man es nicht im Slot hat, ist es aus. Aber nein, natürlich nicht. Hoffexel ist halt... Ja, ich finde den Entwickler sowieso ein bisschen komisch. Ja, Maximum Player Resistenz, das brauchen wir nicht. Dann gehen wir mal rein. Weil wir haben gar keine Maximum Sachen. Resistenzen. Die können wir nämlich gut leveln. So. Oh, die sind noch zäh. Sodele. Hab kein Problem. Oh, und mehrere wollen dann gelevelt werden. Ach gut. Ah, die sieht man so schlecht im Gras. So, was ist hier drin? Ja, eine Schlange. Sehr lohnenswert. Der will auch auf die Haube bekommen.
So, Dele. Weiter. Ach komm. Muss das so viele kommen? Punktur können wir aufleveln. Ja, überall. Flasks. Wusste ich, dass irgendwas dort war. Recht viel zu tun. Oh nein, nicht diese. Das sind eine von den stärksten Gegnern. Die machen extremen Fire Damage. Da brauchen wir dann im Gebiet, wo die auftreten, viel Fire Resistance. Hier sind sie nur relativ leicht. Wenn er nicht so schnell wäre. Ja, genau. Hust. Der hat Probleme. Okay. Ich hoffe, das Mikrofon ist jetzt so gut. Vorher, also in der vorigen Aufnahme habe ich ein bisschen das wieder gehört. Das blöde Schluchzen. Nicht das Schluchzen, das ja, die Luft halt beim Ein- und Ausatmen. Ja, hier ist auch nichts. Okay, ist wahrscheinlich wieder der, der Summoner hier. Aber der sollte eigentlich auch leicht sein. Ah ja, wir sollten die den Lightning Arrow wieder leveln. Machen wir den Punktur nach dem Kampf raus. Jetzt noch nicht. Wir brauchen den im Kampf. Er ist relativ schwer. Ach komm schon. Ja, kotz mich an, du Gräusel, du. Okay. Und jetzt kommt er. Und viele Schlangen zuerst. Oh mein Gott. Aber manchmal übertreiben sie schon ein bisschen. Zwar übertreibt Diablo 3 auch. Aber irgendwie ist das immer übertreiben. So, du bekommst jetzt ein paar Piercing Arrows. In die Fresse. Oh, nicht Flash Overing. Das ist so easy mit Punktu. So, dale. Also das in der Nacht als... Oh, super. Kann ich mal einen Summoner machen. Also in der Nacht, das Downtime-Zeugs war, es war nicht angekündigt, das war wahrscheinlich ein DDoS-Angriff oder irgendwelche andere Probleme. Also das ist nicht gerade gut gewesen. Summons 14 Skeletten Warriors, Summons 2 Skeletten Archer und Summons 1 Skeletten General. Geil. Hab leider nur 20 Sekunden, aber das wäre gut für Bot.